mittlerweile relativ ausführlich in Berührung gekommen und würde heute einfach mal gerne so eine kleine Einführung geben, was das ist, was für ja, grundlegende Prinzipien so hinter Container-Virtualisierung dahinter stecken und warum das eigentlich eine ganz coole Sache ist. Ich bin jetzt hier leider Opfer meiner eigenen schlechten Planung geworden und habe keine Möglichkeit, meinen Beamer hier anzuschließen. Deswegen mache ich jetzt mal ein ganz großes Experiment und versuche eine Docker-Einführung auf einem Flipchart. Wir fangen mal an mit so einem kleinen Handzeichenspiel. Wer von euch hat denn von Docker überhaupt schon mal gehört? So, okay. Meister Himmel. Wer hat schon mal mit Docker gearbeitet? Wer würde sagen, dass Docker irgendwie so zum täglichen Arbeitsablauf dazugehört? Okay, das wären weniger, aber so 4, 5 Hände sehe ich. Dann jetzt die ganz große Preisfrage, wer hat denn schon mal überhaupt eine Applikation produktiv deployed mit Docker? Jetzt in diesem Moment. Einer? Okay. Okay. Ich würde gerne erstmal damit einsteigen, einfach so ein bisschen zu erzählen, was Docker überhaupt ist und wie sich das von anderen Technologien unterscheidet, die man sonst noch findet. Ich glaube, das ist das, was man am häufigsten irgendwie sieht, wenn man irgendwie anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist, dass man sagt, ja, Container, das ist sowas Ähnliches wie Virtualisierung. So, Virtualisierung ist ja jetzt ein Konzept, was schon ein paar Jahre länger da ist, wo ich die Hardware emuliere in einem Hypervisor, wo dann ein eigenes Betriebssystem drin läuft. Und das ist so das erste Missverständnis, mit dem ich eigentlich ganz gerne aufräumen würde. Wenn man sich mal überlegt, wie funktioniert die klassische Virtualisierung, genau, wenn man mal überlegt, wie sieht die Virtualisierung so klassischerweise aus. Ich habe irgendwo ein Stück Hardware, ich habe ein Stück Server oder irgendeine Desktop-Maschine irgendwo stehen. Wenn ich die klein schreibe, schreibe ich sie auf. Auf dieser Hardware, auf dieser Hardware läuft mein Betriebssystem mit allem, was dazugehört. Kernel und verschiedenen Systemdiensten, Userbibliotheken, was dazu gehört. Es ist auch relativ egal, ob es ein Windows oder Linux ist oder Mac. Und dann, wenn ich Virtualisierung mache, habe ich da drin eine kleine Software, das ist der Hypervisor, der Hypervisor. Aufgabe ist quasi, Hardware zu virtualisieren. Und auf virtualisierter Hardware kann ich dann virtuelle Maschinen laufen lassen, in denen im Grunde genau dieser ganze Stack, in denen dieser ganze Stack nochmal wieder läuft. Das heißt, ich habe diese Hardware emuliert und darin läuft dann zum Beispiel dann wieder ein virtuelles Linux, was vielleicht dann mit dieser Stack läuft. Und darin sind auch wieder
können mit allen möglichen Analysen, was dazugehört, unerlässlich zu kriegen und dann irgendwann natürlich auch Applikationen, die hier darauf begleiten. Den Webserver zu kontrollieren. Das ist Virtualisierung. Und bei Containern funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Das Schöne ist, hier kann ich Betriebssysteme ganz viel zwischen Linux-Hypervisor kann ich in Windows laufen lassen. Genau. Das heißt, ich kann auf einem Windows-Hypervisor zum Beispiel einen Linux laufen lassen und andersrum, weil das, die Hardware wird emuliert und es kommt sowieso der eigene Kernel irgendwie mit. Und bei bei Containerisierung funktioniert das anders. Jetzt habe ich keinen Hypervisor, sondern ich habe eine Container-Engine. Und was jetzt wichtig ist zu wissen, ist, dass Betriebssysteme wie Linux schon sehr, sehr, sehr viele Funktionen anbieten, mit den man jetzt so als normaler Anwender gar nicht so unbedingt in Kontakt kommt, die aber genutzt werden können, um ja, irgendwie einzelne Prozesse, einzelne Ressourcen voneinander ganz gut isolieren zu können. Wie genau das sich äußert, zeige ich gleich nochmal. Auf jeden Fall nutzt so eine Container-Engine genau diese Features, um ja, Programme zu starten, Prozesse zu starten, die eigentlich im selben Betriebssystem laufen, wie das, was auch auf der Hardware läuft. Aber diese Prozesse so einzuschränken, so voneinander zu isolieren, dass die am Endeffekt eigentlich gar nicht mehr voneinander mitbekommen. Das heißt, ich habe hier jetzt die Möglichkeit, über den Container direkt irgendwelche Applikationen zu starten, die aber im selben Betriebssystem laufen wie die Container Engine selbst, also wie das Wirtssystem sozusagen. Das schränkt das Ganze ein bisschen ein, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auf einem Linux nicht mehr auf einmal einen Windows-Container laufen lassen und ich kann auf dem Windows nicht mehr einfach einen Linux-Container laufen lassen, weil die sich halt irgendwie den Kernel teilen, beziehungsweise den Betriebssystemkern halt teilen. Das Ganze schränkt das ein bisschen ein, aber so die wichtigsten Features, dass ich zum Beispiel einfach Prozesse irgendwie voneinander isolieren kann, dass ich denen feste Ressourcen, Obergrenzen, Untergrenzen zuteilen kann, solche Features bieten Container-Engines auch. So, und die wichtigste Container, so ich habe jetzt ja im Vortrags, beziehungsweise im Session-Titel steht ja auch drin, Docker 101. Tatsächlich ist so die wichtigste von diesen Container-Engines, die man so findet, das ist tatsächlich Docker. Es gibt noch andere. Rocket ist noch so ein anderer Kandidat. Wer hat da schon mal von gehört? Okay, zwei, sonst keiner. Überrascht mich nicht. Linux-Container gibt es auch noch. Das ist eine dritte Container-Lösung. Aber Docker ist tatsächlich so im Moment eigentlich der de facto Standard, der sich da jetzt so in den letzten Jahren etabliert hat. Und das ist ja ein Stück Software, was sich genau hier in diesem Bereich befindet. Jetzt habe ich gesagt, Linux bietet ganz viele Features an, um irgendwie Prozesse voneinander zu isolieren. Die sind im Linux-Kernel schon drin, das ist jetzt kein eigenes Stück Software oder sowas, was man sich installieren muss. Sondern Linux bietet zum Beispiel ein Feature an, das den Control Group oder Preview. In einer Control Group kann ich zum Beispiel sagen, dieser spezielle Prozess darf höchstens 100 MB Speicher verbrauchen und nicht mehr. Und eine Control Group kann zum Beispiel auch sagen, dieser Prozess darf höchstens eine halbe CPU in Anspruch nehmen, aber nicht mehr. Was es auch noch gibt, sind Dateisystem-Namespace. Mit dem Dateisystem-Namespace kann ich einem Prozess eine komplett andere Sicht auf das Linux-Dateisystem unterziehen. Das heißt, ich kann einen Prozess haben, der sieht unter dem Root-Dateisystem völlig andere Dateien als ein anderer Prozess. Das gleiche kann ich mit Prozessen machen. Es gibt Process-ID-Namespaces.
es gibt noch mehr. Und auf die Art kann ich eigentlich fast jede Ressource, die so auf einem normalen Linux-System zur Verfügung steht, sei es Netzwerk, sei es CPU, sei es RAM, kann ich irgendwie so isolieren und so fragmentieren, dass ich es einzelnen Prozessen zuteilen kann, in denen die sich irgendwie frei bewegen, aber nicht drüber hinauskommen können. Und so die ganzen üblichen Container-Engines, die man findet, machen eigentlich nichts anderes als dieses, was die Linux eh anbietet, irgendwie sinnvoll zu orchestrieren und am Ende kommen dann... Container wie zum Beispiel Docker dabei am Ende raus. So, jetzt habe ich hier gerade so ein schönes Bildschirmkabel. Wir machen das Ganze dann erzwungenermaßen trocken. Grundsätzlich Docker unter Linux zu installieren, das ist total einfach, weil wie gesagt, so Docker ist halt für Linux gemacht. Jetzt haben jetzt natürlich die wenigsten Leute außer mir wahrscheinlich ein Linux auf dem Notebook. Danke, Martin. Was tatsächlich auch geht, wenn man irgendwie damit arbeiten möchte, ist, dass man sich Docker auf seinem Mac oder auf Windows installiert. Also jetzt habe ich vorhin gesagt, Docker nutzt eigentlich Linux-Kernel-Features, da kann man sich jetzt die Frage stellen, ja, wie geht das überhaupt? Der feedet euch eine VM unter, tatsächlich. Also wenn ihr Docker vor Mac installiert, startet das Ding eine VM, wo ein Linux läuft und da drin läuft dann die Container. So, und jetzt das Schöne ist, die Docker-Engine exponiert eine REST-API, das heißt, ihr könnt auf euer Mac das Kommandozeilenwerkzeug dazu laufen lassen, der spricht mit der REST-API, die in der VM läuft und das ist relativ nahtlos integriert. Unter Windows funktioniert das Ganze genauso. Irgendwie seit ein, zwei Jahren gibt es tatsächlich auch eine Docker-Container-Engine for Windows, die wirklich im Windows-Kernel läuft. Das war jetzt gerade eher super. Die Docker for Windows Engine, die kann man auch tatsächlich nutzen, um Windows-Applikationen containerisiert zu betreiben. Das sind dann keine Linux-Kernel-Features, sondern Windows-Kernel-Features, die genutzt werden. Ich habe irgendwo mal ein Windows-Docker-Image für MongoDB gefunden, das war ganz interessant, da war ein so riesen Powerfail von Struktur drin, das hat mich so erschrocken, das habe ich sofort wieder zugemacht. Aber prinzipiell funktioniert das Ganze auch unter Windows. So die ersten Schritte, die man mit Docker so üblicherweise machen kann, ist, dass wenn man auf der Kommandozeile unterwegs ist, es gibt auch grafische Oberflächen, das hier, wenn man auch nichts anderes, dass man sowas sagen könnte, wie, ich habe noch nie Shell-Programmierung auf dem Das ist sowas sagen wie, run,
Docker Run startet einen neuen Container auf dem System. Ich könnte so einen Befehl ausführen, Docker Run minus i minus d Ubuntu. Und das würde mir jetzt einen neuen Container starten, in dem ja ein Ubuntu-Dateisystem läuft. Die Flex hier liegen dafür da, dass ich später auch ein Terminal bekomme in diesem Container, damit ich zum Beispiel irgendwie eine Shell starten kann. Genau, genau. Was der Befehl dann jetzt automatisch tut, ist ein Container-Image herunterzuladen aus dem Internet. Ich habe jetzt gesagt, ich will einen Ubuntu-Container haben, aber so, vielleicht habe ich hier auf meinem Linux, auf meiner Workstation jetzt einen Fedora installiert. Und was die Docker-Engine dann tut, ist, dass sie in einem öffentlich verfügbaren Repository, dem Docker-Hub, nachschaut, ob es dieses Image, was ich hier angegeben habe, das ich starten möchte, ob es das da gibt. Und dann wird dieses Image im Zweifelsfall, wenn es lokal nicht verfügbar ist, heruntergeladen. Das würde so bei einer frischen Installation, würde das jetzt wahrscheinlich passieren. Dann käme hier jetzt ein großer Ladebalken, wo das Ubuntu-Image heruntergeladen würde. Und dann würde ich, wenn ich diesen Befehl ausgeführt habe, eine interaktive Shell bekommen, die im Container läuft, in der ich mich frei bewegen kann, die aber komplett isoliert ist von all den Prozessen auf meinem Wirtsbetriebssystem. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ja, genau. Okay, Stefan, lass mich kurz anknüpfen. Du hast gerade gesagt, Ubuntu ist kein Prozess, das ist völlig richtig. Was zu einem Container dazugehört, ist natürlich erstmal die Prozesse, die da drin laufen. Es ist aber auch, zu jedem Container gehört auch ein Dateisystem hin. Ein Dateisystem dazu. Und wenn ich mit so einem Befehl zum Beispiel ein Ubuntu-Image starte, dann wird ein minimales Image des Ubuntu-Dateisystems runtergeladen. So, da sind so die üblichen Bibliotheken drin, da sind irgendwie so die Kommandozeilen-Tools, die irgendwie gerade so dazugehören. Die sind da drin. Und der Prozess, der dann gestartet wird in diesem Container, ist jetzt in diesem Fall, wenn ich nichts anderes angebe, einfach erstmal eine Bash. Und das ist auch das Interessante, ich habe es gesehen, kleine Sekunde, das ist auch das Interessante bei Docker, dass eben jetzt nicht so dieser komplette Betriebssystem-Stack in Container gestartet wird. Ich habe zum Beispiel keinen Init-Prozess dabei, so bei Ubuntu wäre das jetzt normalerweise ein System-D, was da läuft, das wird alles nicht gestartet. Sondern wirklich läuft in diesem Container ein einziger Prozess und das ist meine Bash, die ich gestartet habe und nichts anderes. So, Oliver? Du musst es als Root machen oder als ein Nutzer, der in der Gruppe, der Mitglied in der Docker-Gruppe ist. Nichtsdestotrotz, wenn ihr die Berechtigung habt, Docker-Container zu starten, selbst wenn ihr nicht Root-User seid, gibt es Wege, das so auszunutzen, dass du effektiv dann wieder Root-User werden kannst. Also Container zu starten ist was sehr hohe Systemprivilegien erfordert und was dir, wenn du es schaffst, einen Container zu starten, auch genutzt werden kann, um dir sehr hohe Privilegien zu verschaffen, wenn du sie hast. Da muss man sich vorstellen. Genau. Jetzt so eine containerisierte Bash, das ist jetzt natürlich irgendwie langweilig. So, das ist zwar irgendwie ganz nett zum Herumspielen. Bringt mir am Ende des Tages, wenn ich da richtig praktisch mit arbeiten will, muss ich gerade nicht auf die Zeit gehen. Okay. Wenn ich da tatsächlich praktisch mit arbeiten will, bringt mir das jetzt nicht so mega viel. Der Witz ist, dieser eine Prozess, der in diesem Container läuft, das kann auch ein anderer Prozess sein, das muss ja keine Bash sein. Das kann zum Beispiel auch ein Nginx-Webserver sein, das kann ein PHP-FPM sein,
Und auf die Art kriege ich zum Beispiel hin, einen Webserver containerisiert in einem Docker-Container laufen zu lassen. Das könnte man dann hier als Parameter noch bieten. Setzt natürlich voraus, dass der Befehl, den ich jetzt im Container starte, auch, dass das Binary dafür überhaupt im Image vorhanden ist. Da könnte man Bash reinschreiben, da könnte man Apache reinschreiben, da könnte man Nginx reinschreiben. Alles unter der Voraussetzung, dass dieses Binary natürlich im Image vorhanden ist. Interessant wird das Ganze dann, wenn man diese Container-Images selbst bauen möchte. Das wird dann nämlich dann interessant, wenn ich Docker nutzen möchte, um zum Beispiel meine Applikation wirklich in den Produktivbetrieb auszurollen. Weil das Schöne ist, wenn ich so ein Container-Image habe, habe ich für meine Software, die ich starten möchte, habe ich alle Abhängigkeiten, die ich dafür brauche, in diesem Image drin. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe, keine Ahnung, ich habe ein Typo3-Projekt, das läuft mit Typo 3.8 und ich brauche dafür unbedingt PHP 7.1, weil ich vielleicht Extensions habe, die das brauchen, und ich brauche noch einen Image Magic dazu und ich brauche noch einen, keine Ahnung, was es sonst noch so an exotischen Abhängigkeiten gibt. Das ist ja jetzt so ein Setup, was man, wenn man jetzt so aus Infrastrukturbetriebssicht guckt, so das muss man erstmal erfüllen, diesen ganzen Satz an Systemanforderungen. Und über einen Container-Image kann ich das zum Beispiel super lösen, indem ich diesen ganzen Satz an Abhängigkeiten einfach in ein Image verpacke. Und das, was ich am Ende ausliefere, zum Beispiel irgendwie an, wenn ich irgendwie eine Betriebsabteilung habe oder wenn ich es irgendwie an den Kunden übergebe, der das Ding selber auf eigener Infrastruktur betreiben will, gebe ich dem einfach ein Container-Image, da ist alles drin, was er braucht, und ich kann ihm einfach sagen, starte bitte dieses Image und freu dich deines Lebens. Das ist das Schöne da. Und die Frage ist jetzt, wie kriegt man denn diese Images zu machen? Docker legt sehr großen Wert darauf, dass man alles so weit wie möglich automatisieren kann, was ja auch sinnvoll ist, wenn man irgendwie eine automatisierte Deployment-Pipeline hat. Deswegen ist das, was man braucht, um ein Docker-Image zu bauen, eine Bauanleitung. Diese Bauanleitung könnt ihr Docker unterschieben in Form eines sogenannten Docker-Files. Ein Docker-File ist eine Datei, die auch tatsächlich Docker-File heißen muss, genauso wie es hier steht, mit großem D und klein. Die kann mit in eurem Projekt leben. Und das Docker-File enthält ja, eine Bauanleitung, die beschreibt, wie Docker für euch dieses Container-Image zu bauen hat. Und ein Docker-File kann so aussehen. Ich muss jetzt erstmal überlegen, was brauche ich überhaupt alles an Software in meinem Container-Image. Üblicherweise macht es Sinn, dass man sich irgendein Standard-Image nimmt, wie zum Beispiel das Ubuntu-Image oder das Debian-Image, weil da sind viele Tools, viele Bibliotheken, die man halt irgendwie immer braucht und weiß nur, keine Ahnung, C-Standard-Bibliothek. Im Paketmanager, die sind da halt schon drin. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte mein Image aufbauen auf einem anderen Image, was es schon gibt. Wie zum Beispiel dem Ubuntu-Image. Ich kann zum Beispiel in das Docker-File reinschreiben, from Ubuntu. Würde Docker, wenn ich dieses Image dann tatsächlich baue, dazu anweisen, erst das Ubuntu-Image herunterzuladen und dieses Image als Grundlage für mein eigenes Image zu nehmen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich brauche in meinem Container-Image jetzt aber unbedingt einen Nginx-Webserver und einen PHP-FBM. Genau, diese Docker-Files, die haben eine etwas eigene Syntax. Grundsätzlich, so generell, die Syntax ist immer Keyword, wie from oder run, mit Befehlsliste dahinter. From
kriegt zum Beispiel das Basis-Image, auf dem das ganze Image aufbauen soll, und Johannes kriegt die Lead-Commands, die beim Bauen des Images auf Grundlage des Basis-Images ausgeführt werden. Das heißt, wenn ich mein eigenes Image auf dem Ubuntu-Image aufbaue, habe ich eine Paketverwaltung da drin, da läuft der APT-Paketmanager, und den kann ich nutzen, um jetzt in meinem Image neue Software, die ich selber brauche, dazu zu installieren. Wie zum Beispiel hier, das ist jetzt einfach mal so 2000 Nginx und ein PHP-Erstellen. Es gibt auch noch einen zweiten Befehl, den ich nutzen kann, um zum Beispiel beliebige Dateien von außen in mein Container-Image zu kopieren. Um zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe ein Typo3-Projekt. Ich habe das jetzt gerade mit Composer reproduzierbar aufgesetzt, sodass es sich auch gut automatisieren lässt und es reproduzierbar ist. Ich habe jetzt mein Projekt irgendwo da rumfliegen. Ich könnte jetzt sagen, copy. Wo auch immer auf meiner Maschine jetzt mein Projektverzeichnis liegt, ich kopiere das immer in das Image nach. So, auf die Art könnte ich eigene Dateien in das Image platzieren. Und das Einzige, was ich dann noch mit dazu angeben kann, muss, ist, welcher Prozess denn jetzt letzten Endes gestartet werden soll, wenn jemand dieses Image nimmt und daraus einen Container startet. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe in meinem Image einen Nginx und einen FPM installiert. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, weiß, dass das eigentlich zwei Prozesse sind, die da gestartet werden müssen, die dann zusammenarbeiten. Man kann jetzt überlegen, wie streng man das voneinander trennen möchte. Man kann theoretisch wirklich den extremen Weg gehen und zu sagen, ich habe ein Image, wo ein FPM, also einen Container, wo ein PHP-FPM drin läuft, einen zweiten Container, wo ein Nginx oder ein Apache drin läuft, und die kommunizieren dann halt über FastGI, per TCP miteinander. Tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil die zwei Container dann ja auch Zugriff auf gemeinsames Dateisystem bräuchten und sowas. Deswegen mache ich es bei PHP-Applikationen meistens tatsächlich so, dass ich Webserver und den FPM-Dienst zusammen in einem Container starte. Das kann man dann wieder über so Prozessmanager orchestrieren, dass irgendwie zwei Prozesse gleichzeitig gestartet werden. Wenn man googelt nach Docker plus Supervisor, findet man da auch sehr gute Tutorials. Könnte man zum Beispiel irgendwie einen minimalen Prozessmanager wie Supervisor die starten, damit, wenn ich jetzt dieses Image nehme und daraus einen neuen Container starte, damit dann sofort Supervisor die mit Apache und FPM gestartet wird. Ja, genau. Lass mich kurz abschließen, dann komme ich da drauf. Wenn ich so eine Bauanleitung habe, kann ich dann den Docker Build verwenden. Um einem Image einen Namen zu geben, wie zum Beispiel mein Typo3. Das ist in der Kommandozeile. Das ist nicht mehr im Docker-File. Genau. Was Docker dann machen würde, ist, sich das Basis-Image herunterzuladen, falls es das noch nicht gibt, den ganzen Tag durchzurattern. Dann habe ich am Ende ein neues Image. Images anzeigen lassen kann. Das listet mir alle Images auf, die auf meinem lokalen System vorhanden sind. Dann könnte ich dieses neue Image Docker run. Wieder starten.
Es gibt auch einen Befehl, mit dem ich ein Image wieder exportieren und importieren kann, wenn ich das irgendwie als Tarball hin und her reichen möchte. Was häufig gemacht wird, ist, dass zum Deployment von Docker Images eine sogenannte Docker Registry verwendet wird. Es gibt eine Docker Registry, die ist tatsächlich öffentlich, das ist der Docker Hub, wo auch so diese ganzen Standard-Images drin sind. Man kann solche Registries auch selbst betreiben, man kann Registries als Service einkaufen, Docker Hub bietet zum Beispiel auch private Registries an, wo ich wirklich Images zum Beispiel veröffentlichen kann, von denen ich nicht möchte, dass sie weltöffentlich sind, sondern für Firmen intern zum Beispiel. GitLab zum Beispiel, wer sich mal damit beschäftigt hat, bietet mittlerweile als Feature an, dass es selbst auch eine interne Docker Registry betreiben kann. Das heißt, ich kann Docker Images zum Beispiel auch in eine GitLab Instanz pushen und mir von da aus dann auch wieder herunterladen. Jawohl. Achso. Diese Images bauen quasi in Form von Schichten aufeinander auf. Das heißt, in deinem und wenn du jetzt dein eigenes Image darauf aufbaust, ist das Image-Format von Docker so definiert, dass genau definiert ist, welches Image auf welchem anderen aufbaut. Und es kann jetzt zum Beispiel passieren, dass du sagst, lade bitte dieses MyTypo3-Image von der Registry herunter und wenn du das Ubuntu-Image bei dir lokal schon hast, reicht es ja eigentlich, wenn du nur noch das runterlädst, was oben zugekommen ist. Und Docker ist tatsächlich intelligent genug, um genau das auch hinzukriegen. Ich würde gerade gerne kurz auf die Frage mit den Volumes eingehen, wenn, ja. Genau, das hängt dann von der Registry ab. Wenn ich eine private Registry habe, zum Beispiel im GitLab, dann würde dann käme das Image tatsächlich mit, wenn es noch nicht in der Registry vorhanden ist. Das heißt, wenn ich eine private Registry habe, puffe das Ding dahin, landet das Ubuntu-Image auf jeden Fall auch drin. So, zum Thema Volumes, weil Martin gerade danach gefragt hat. Manchmal ergibt es sich, dass man auf Daten zugreifen möchte innerhalb eines Containers, aber nicht möchte, dass diese Daten Bestandteil des Images sind. Typischer Fall, den ich mir zum Beispiel vorstellen könnte. Ja, wenn man zum Beispiel das Container-Image jetzt wirklich als Deployment-Artefakt betrachtet. Wenn ich eine CI-Pipeline habe, wo am Ende als Artefakt ein Container-Image-Ball rauskommt. Dann möchte ich ja nicht, dass in diesem Container-Image später irgendwie Nutzdaten drin sind. Und genau das kann ich über Volumes machen. Wo ich zum Beispiel definieren könnte, wenn wir mal sind, Nutzdatenverzeichnis Pfeilatmin. Das macht keinen Sinn, ein Pfeilatmin-Verzeichnis ins Image einzubacken, weil da laden Redakteure irgendwelchen Kram hoch und das gehört nicht zum Deployment-Artefakt. Dateisystem, was wir hier haben, ist das Ding komplett raus. Und das Schöne dabei ist, wir haben hier ja
Wenn wir zum Beispiel einen Typo-3-Container haben, ist Typo-3 selbst ja auch Bestandteil des Container-Images. Und üblicherweise gibt es bei Containern so die Faustregel, dass Container eigentlich immutable sein sollten. Das heißt, dass sie eigentlich unveränderlich sein sollten. Das heißt, üblicherweise würde ich jetzt nicht im Dateisystem eines Containers irgendwie herumrühren, indem ich zum Beispiel irgendwie ein Typo-3-Update mache, sondern der empfohlene Weg ist tatsächlich, dass man sagt, man baut ein neues Typo-3-Image mit einer neuen Version, löscht den alten Container und startet ihn mit einer neuen Version neu. So, damit man den reproduzierbaren Bildprozess hat. Da muss ich natürlich, wenn ich sowas mache, muss ich natürlich irgendwie eine Möglichkeit haben, Nutzdaten zu erhalten von einem Container für den anderen. Dafür sind Volumes. Wenn ich einen Container erstelle, aus einem Image ist der Volumes definiert. Das macht die Docker Engine auch selbst. Wird ein Volume erstellt, was im Grunde einfach ein großer Eimer ist, wo irgendwie Dateien hineinkommen. Dieses Volume wird dann unter diesem Pfad zur Verfügung gestellt in dem laufenden Container. Ich kann dieses Volume aber später auch für andere Container wiederverwenden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Container lösche und mit einer aktuelleren Typo-3-Version neu erstelle, kann ich sagen, verwende aber bitte das File-Admin-Volume aus diesem alten Container, verwende das bitte wieder. So, was halt irgendwie Sinn macht, damit die Nutzdaten erhalten werden. Im Docker-Image sind die Volumes erstmal überhaupt nicht drin, also außer der Information, dass dieses Verzeichnis halt ein Volume ist. Aber wenn ich einen Container starte, in dem definiert ist, dass var.wwwfile.admin ein Volume ist, genau, ich kann entweder sagen, fülle dieses Verzeichnis bitte mit einem ganz bestimmten Verzeichnis des Host-Systems. Dann würde ich hier noch einen Zusatzverzeichnis geben. Das wird reingemountet. Dann wird speziell dieses Verzeichnis von meinem Host hineingemountet in den Container. Wenn ich das Ding hier weglasse, ich habe diese Volume-Definition hier drin, kümmert sich die Docker-Engine selbst darum, ein entsprechendes Volume auf meinem Host zu erstellen und das reinzumounten. Das liegt dann irgendwann unter var docker, schießt mich tot. Wenn ich den Container jetzt lösche, docker run, docker rm gibt es auch für remove, damit würde ich den Container löschen, würde das Volume erstmal da bleiben. Wenn ich echt ein Verzeichnis angegeben habe, sowieso, das wird nicht gelöscht. Aber auch wenn ich Docker das Volume selbst verwalten lasse, bleibt auch das da. Und kann das dann bei einem neuen Docker-Run-Befehl, kann ich dasselbe Volume dann wieder verwenden. Beantwortet das soweit? Frage. Genau. Was auch noch vorkommt, ist, kurz auf die Zeit. Okay. Nähert sich dem Ende. Was noch interessant ist, wenn ich Netzwerkdienste in einem Container betreiben möchte. Docker ist standardmäßig so gebaut, ich habe hier jetzt einen Apache gestartet in meinem Image. So, der läuft irgendwie standardmäßig auf Port 80. Wenn ich jetzt einen Container aus diesem Image starte, möchte ich dann natürlich auch irgendwie darauf zugreifen. So, macht ja irgendwie Sinn. Docker ist standardmäßig so gebaut, dass Container, und auch wenn in einem Container ein Prozess läuft, der auf einem öffentlichen Port läuft, sind die erstmal nur von meinem Wirtssystem aus erreichbar. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Docker-Container starte, könnte jemand anders von euch, auch wenn ihr im selben Netzwerk seid, weil das ein rein hausinternes Netzwerk ist, in dem Docker sich da bewegt. Wenn ich dann einen Container habe, der auf einem Port lauscht, so wie hier zum Beispiel Port 80, kann ich das beim Start mit angeben.
in Port 80 meines Hosts abgebildet werden soll. Intern macht Docker dann irgendwie so eine ganze Reihe an ganz fiesem IP-Tables fu, damit das irgendwie alles umgeroutet wird. Und das Ganze führt dann dazu, dass ich dann meinen Host über das Netzwerk ansprechen kann, auf diesen Port, den ich hier angegeben habe. Und das Ganze wird dann über IP-Tables ganz wüst irgendwie per NAT durchgeroutet auf den entsprechenden Port des Containers. Das müssen auch nicht die gleichen Ports sein, das können verschiedene Ports sein. Damit ich einen Dienst, der innerhalb eines Containers läuft, zum Beispiel auch öffentlich erreichbar machen kann. Genau. So, zeitlich hat das jetzt gerade alles etwas länger gebraucht, als ich geplant hätte. Deswegen bin ich jetzt nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich gehofft hatte. Habt ihr noch Fragen, die wir gerade so auf die Schnelle klären können? Jawohl. Nur wenn ich möchte, dass wirklich jemand per SQL von extern reinkommt. Wenn ich zwei... Achso, genau. Die Standard MySQL-Images, die sind tatsächlich auch so gebaut, dass varlib MySQL, also da, wo MySQL halt standardmäßig seine Data-Files hat, dass die auch in Volume sind. Genau, du musst nur die, das ist jetzt eine MySQL-Eigenart, aber dafür muss die Datenbank-Engine aus sein, damit du einen konsistenten Zustand hast, sonst machst du dir da keine Freude mit. Genau, das ist eine sehr interessante Frage. Klassischer Virtualisierung vergleicht, performt es besser, weil der Overhead halt fehlt mit der Hardware-Virtualisierung, wie das wissen läuft. Weil letzten Endes sind die Prozesse, die innerhalb eines Containers laufen, die laufen, wenn mein Host jetzt nicht selbst nochmal virtualisiert ist, spare ich mir halt so diese ganzen Abstraktionsschichten dazwischen. Und diese ganzen Linux-Kernel-Features, C-Groups und Network-Namespaces und was weiß ich nicht alles gibt, die sind tatsächlich so tief integriert und die sind auch eigentlich schon so lange im Linux-Kernel drin und so battle-proven, dass die tatsächlich keinen messbaren Performance-Impact haben. Das Einzige, was man nachsagt, was minimalen Performance-Impact hat, als dem gegenüber, als wenn ich die Applikation direkt nicht containerisiert betreiben würde, ist dieses Nutting übers Netzwerk, also dieses Umrouting vom externe aufs interne Netzwerk. Dem sagt man nach, dass es sich performancemäßig ein bisschen bemerkbar macht, wobei man da auch erstmal richtig viel Traffic haben muss, bis sich das irgendwie bemerkbar macht. Was auch einen leichten Performance-Impact hat, ist dieses Layer-Dateien-System. Genau, also eine Datenbank und Webserver würde ich in zwei verschiedenen Containern deployen. Ja. Einfach allein aus dem Grund, damit du für ein Typo 3, also für ein Software-Update zum Beispiel, den Web-Container auch einfach mal löschen, neu erstellen kannst. Das geht tatsächlich relativ flott bei Docker, ohne dafür jetzt die Datenbank ausschalten zu müssen, weil das muss halt irgendwie echt nicht sein. Weitere Fragen? Jawohl. Das kommt ein bisschen darauf an, was dein Use Case tatsächlich ist, beziehungsweise wie du mit Typo 3 arbeiten willst. Es geht grundsätzlich beides. Du kannst theoretisch auch sagen, einfach var www ist komplett ein Volume und die Daten kommen irgendwie von außen rein. Dann musst du natürlich auch zusehen, dass du dann im Volume, wenn du zum Beispiel ein Typo 3 Update machen willst oder sowas, das musst du dann halt tatsächlich im Volume machen. Da kannst du dann, also wenn dein Typo 3 Source nicht Bestandteil des Images ist, kannst du nicht einfach
Container löschen und eine neue Version neu erstellen. Das kommt halt darauf an, wie du es haben willst. Es geht, klar. Auch zwischen Variationen von beidem, das geht auch. Das ist wahr, ja. Ja, genau. So diese ganzen Containertechniken, die funktionieren dann sehr gut, wenn man sich auch von der Organisation her bereit ist, auf sowas wie DevOps oder sowas einzulassen. Weil das dieser ganze Ansatz, der verlagert ein Stück weit Verantwortlichkeit weg vom Operator hin zum Developer. Das kann ein Vorteil sein, weil du halt als Entwickler genau sagen kannst, ich brauche jetzt aber unbedingt PHP in dieser Version und ich hätte noch gerne Node dazu und einen Ruby-Stack brauche ich auch noch. Das kann ein Vorteil sein, kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil dann bist du als Entwickler auch auf einmal wirklich dafür verantwortlich, den ganzen Kram zu pflegen und auch aktuell zu halten. So, das ist eine Abwägung. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ja, mehr kann ich, glaube ich, fast nicht sagen dazu. Aber beantwortet das die Frage soweit? Diese Zuständigkeitsgrenze, die verschiebt sich halt so ein bisschen weiter nach unten im Stack. Ja, das ist tatsächlich so. Also dann hast du zumindest den maximalen Nutzen, wenn du es wirklich so durch den kompletten Lebenszyklus irgendwie durchnutzt. Unabhängig davon nutzt es dir natürlich schon was, wenn du jetzt auch nur deine lokale Entwicklungsumgebung dokumentierst. So, da hast du ja auch schon was von. Okay, ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank für eure Zeit. Entschuldigt nochmal den technischen Fauxpas. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen. Falls euch so im Laufe des Tages noch Fragen einfallen, wir sind noch, glaube ich, noch bis zum Schluss hier. Sprecht mich einfach an, falls ihr noch irgendwelche Fragen hinterherkommen. Ansonsten vielen Dank.